Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Was gibt es Neues bei Autohaus Huber Kapfenberg? Wir freuen uns im Autohaus Huber, Ihnen den neuen Ford Focus Active präsentieren zu dürfen, der mit allen möglichen Motorvarianten Benzin, Benzinhybrid, Diesel, Schaltgetriebe und Automatik zu haben ist. Ausgerüstet mit der neuesten Sync 4-Technologie, Navigation, Radio, die komplette Fahrzeugeinstellung und Verstellung des Fahrwerks, alles von diesem wunderbaren Bildschirm aus zu bedienen. Der Vorteil vom Aktivmodell sind die 3 cm mehr an Bodenfreiheit, die wir haben, und den Fahrmodusschalter für rutschige Fahrbahn, verschneite Fahrbahn, normales oder sportliches Fahren. Und auch bei Honda gibt es ein interessantes Fahrzeug. Grüß euch, hier haben wir den neuen Honda HR-V. Honda kombiniert hier alle Vorteile eines SUVs mit der Sportlichkeit und Eleganz eines Coupés. Zur Serienausstattung des Honda HR-Vs gehören auch die adaptiven LED-Scheinwerfer, die für automatisches Auf- und Abblenden sorgen. Hier haben wir die iMMD-Hybrid-Technologie verbaut, die wir schon bereits vom Honda Jazz kennen, die es uns erlaubt, das Fahrzeug im normalen Motormodus, Elektromodus und im Hybridmodus fortzubewegen. Der Honda HR-V bietet auch ein Top-Platzangebot, das durch die Magic Seats von Honda unterstützt wird, die nämlich aufgeklappt werden können und sonst umgelegt werden können. Das alles und noch mehr im Autohaus Huber Kapfenberg. Eine Probefahrt wird Sie überzeugen. Boah, wie früher. Da gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für Kracherl lohnen? Ja. Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! So viel da, jetzt das nicht kämpfen. Gut, besser, Gösser Kracherl. Ein wunderschönes Tagerl heute. Und was brauchen wir da dazu? Natürlich ein gutes Fußballmatch. Und mit der Gebietsliga Mürzpartie, Nickersdorf gegen St. Barbara, haben wir genau das Richtige für Sie. Nickersdorf ist Tabellendritter und St. Barbara Tabellenführer. Das wird heute sicher ein ganz tolles Match. Guter Besuch bei diesem Gebietsliga Mürzschlagerspiel da in Nickersdorf. Für beide Teams geht es um viel. Da sind heute natürlich zwei Gebietsliga-Spitzenteams am Werk. Zwei Matchbälle gibt es auch, einen von der Kantinen-Crew aus Nickersdorf und einen vom MEMA TV. Der Schiedsrichter heute Jasmin Mehmedinovic aus Graz. Los geht's! Nickersdorf da gleich mit Angriff und nach Flankenball verköpft Biegnetter. Nickersdorf beginnt gleich überfallsartig, sucht den Weg nach vor. Schiri Mehmedinovic sehr lauffreudig, immer am Puls. Nickersdorf kombiniert sich dadurch, der Graschitzer Abschluss da geht übers Tor. St. Barbara holt da einen Freistoß raus. Für Mock Nickersdorf gibt's da Gelb. Der Freistoß bringt nichts ein. Brenzlige Situation im St. Barbara Strafraum. Nichts passiert. Da
Dann kommst du zu einer Elfersituation im St. Barbara Strafraum. Noah Leitold wird da von den Beinen geholt. Das gibt natürlich Elfmeter für Nickersdorf. Bignetter tritt an und verwertet zum 1:0 für Nickersdorf in Minute 27. Toller Auftakt. Wölfler St. Barbara holt sich da gelb. Wölfler ist ja ein Schlüsselspieler für die Gäste. Sehr schusskräftig, der Bursche. Nickersdorf ist wieder dran und nach Schuss kann der Rami kurz abwehren. Noah Leitold ist da und macht das 2:0 für die Nickersdorfer. Die Freude natürlich groß. Ein kampfbetontes, schnelles Spiel heute. Stefan Schweicher im Nickersdorf-Tor hat da bei diesem Gästeschuss kein Problem. Es geht schon Richtung Halbzeit, da kommen die Gäste nochmal. Philipp Unger knallt da drauf los und trifft da die Latte. Pech für die Feitscher, für St. Barbara. Am Spielstand ändert sich nichts mehr. Mit dem 2:0 für Nickersdorf geht's da in die Pause. Mein Name ist Julian Edlinger, ich bin 23 Jahre alt und seit 3 Jahren Schiedsrichter. Mit über 300 aktiven Kollegen sind wir die größte Fußballmannschaft der Steiermark. Wir würden uns freuen, wenn auch du Teil dieses Teams wirst. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Nickersdorf kommt da gut aus der Kabine, super Angriff, toller Pass in die Tiefe. Bignetter vergibt da eine Riesenchance für Nickersdorf. Noah Leitold, ein druckvoller Spieler bei Nickersdorf. St. Barbara legt ein Schäuferl zu, Scherer Nickersdorf rettet da, gekonnt. Nickersdorf da mit einem Bonsold-Abschluss, Rami im Gästetor pariert. Bignetter vergönnt sich da eine gezwungene Pause. Aber St. Barbara ist jetzt gut im Spiel, versucht nun den Anschlusstreffer zu machen. Und weiter geht es mit einem St. Barbara-Kracher da an die Latte. Der Wölfler hat da abgezogen. St. Barbara noch gut drinnen im Spiel, aber noch immer 2:0 hinten. Und die Zeit, die läuft davon. Weiter geht's mit einem Nickersdorf-Freistoß. Für Dorn gibt's da den gelben Karton. Das Match nimmt an Härte zu und für Zuschnick St. Barbara gibt's da Gelb. Ja, und die Gäste, die drängen auf den Anschluss.
Nur keine Hektik, es bleibt alles im Rahmen. St. Barbara greift an und wir sind schon in Minute 90. Da gibt es den Anschlusstreffer für St. Barbara, der Torschütze für die Gäste, Zuschnick. Aber der Treffer da, der war nicht unhaltbar. Ja, und das war's auch schon mit dem Spiel. Niklasdorf gewinnt da gegen St. Barbara, fügt St. Barbara die erste Niederlage zu im Herbst. Niklasdorf gewinnt da mit 2:1 und bringt den Vorsprung da über die Zeit. Ja, und durch die St. Barbara-Niederlage da in Niklasdorf gibt es einen neuen Tabellenführer. Das ist überraschend, Maria Zell. Zweiter ist St. Barbara mit einem Punkt Rückstand und dritter Niklasdorf. Die Stimmen zum Match. Ja, was sagt der Benji Bonsold, Niklasdorf-Kapitän, zu diesem Sieg da gegen St. Barbara? Ja, wie gesagt, wir haben schwere letzte Spiele gehabt. Wir haben schlecht gespielt, gegen schlechte Mannschaften Punkte verloren. Und wir haben uns halt vorgenommen, dass wir das zerstören, und das ist uns auch gelungen, glaube ich. Aber die erste Halbzeit war natürlich ganz gut gespielt für euch heute. Ja, wir haben versucht, das Beste rauszuholen. Ja, zweite Halbzeit war halt, die letzten 10 Minuten, 15 Minuten waren halt nur, ist nur über den Kampf gegangen, aber ja, muss man auch gewinnen, so. Und was schön ist, jetzt ist ja Niklasdorf wieder ganz vorne dabei. Ja, sicher, auf jeden Fall. Wir werden jetzt gegen Breitenau das letzte Spiel noch Vollgas geben. Schauen wir, dass wir noch 3 Punkte holen und in der Frühjahrsaison noch stärker zurückkommen. Danke, alles Gute. Danke. Ja, Dominik, diese Niederlage da in Niklasdorf tut natürlich weh, weil es überhaupt die erste ist. Und das ist natürlich eine Sache, mit der hat man nicht gerechnet. Nein, wir sind natürlich nach Niklasdorf gefahren, um die 3 Punkte mitzunehmen, das ist ganz klar. In der ersten Halbzeit ist leider nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Die beiden Gegentore waren sehr, sehr bitter. Und ja, zweite Halbzeit war definitiv eine Reaktion von uns zum Sehen. Wir haben einige Chancen gehabt. Muss man auch sagen, wir haben die leider heute einfach nicht gemacht. Wenn wir das eine da früher machen und nicht in der 95. dann schaut es vielleicht auch noch mal anders aus. Aber insgesamt glaube ich, dass es zu wenig war heute für uns. Ja. Ja, wie du sagst, das Tor, der Anschluss zu spät gefallen. Aber ich glaube, ihr habt ein bisschen mit dem unebenen Platz Probleme gehabt. Absolut, ja. Also wir sind so am Platz überhaupt nicht gewohnt. Bei uns in der Feststellung ist der Platz um Klassen besser, muss man sagen. Und wir haben das beim Aufwärmen schon gemerkt, dass wir uns relativ schwer tun. Aber es soll keine Ausrede sein. Es ist vom Gegner was die gleiche Ausgangsposition, von dem her. Geben wir dem Platz sicher nicht die Schuld. Jetzt habt ihr natürlich beim letzten Spiel, ich glaube St. Michael 2, daheim, und da gehört ein Dreier her. Und das wird wahrscheinlich dann der Herbstmeister sein. Ja, hoffentlich. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Maria Zöll spielt. Ich glaube, die spielen heute noch. Ja, ganz klar, für uns gibt es eine Art Wiese, das sind 3 Punkte beim letzten Match. Und dann hoffen wir, dass wir den Herbstmeistertitel einfahren können. Alles Gute, wir sehen uns im Frühjahr wieder. Dankeschön, danke.